So, wir können auch nichts mit denen machen hier hinten. Ah, warte mal. Mit dem... Ah! Halt, 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 halt. Wenn das so ist, werfe ich die hier hinten doch gleich mal an. Denn wir müssen ja nicht nochmal unbedingt hier hinten zurück, wenn sich's vermeiden lässt. So, das machen wir an und jetzt können wir es auch rumklappen. Ich denke mal, das ist der Sinn des Rumklappens, dass es sonst zu weit wäre. Nee, eigentlich passt es auch so. Weiß gar nicht, wozu das nötig ist. Gut, damit haben wir hier drüben alle an. Alles klar. Gar nicht so kompliziert. So, und damit müssen wir bloß noch die drüben am Leuchtturm anmachen. Und wir brauchen natürlich das Zahnrad, um die Glasscheibe wegzukriegen. Sonst können wir das Leuchtfeuer im Leuchtturm nicht anmachen. Ich denke mal, wenn alle an sind, wird wohl hier sich gleich was öffnen. Ich frage mich, ob da dann gleich das Blütenblatt dahinter ist. Könnte sein. Schön weiter segeln. Mir fällt gerade auf, jetzt hat er nicht bloß ein Schiff ohne Segel, sondern jetzt ist eins dran, ne? Es ist nur, wenn er genau seitlich segelt, dann sieht man es eben nicht. So. Wir sind mit von der Partie. Wunderbar. Dann mal fix auf nach oben. Und das Feuer im Leuchtturm angeworfen. Eigentlich sind die Rätsel wirklich nicht schwer, muss ich sagen. Man muss halt nur ein wenig überlegen, was der Künstler einem damit sagen will mit irgendeinem Rätsel. Dann kommt man relativ gut drauf, finde ich. Na gut, schauen wir mal. Jetzt können wir ja hier oben... Ah, muss ich erst hier vortreten? Jetzt können wir uns das hier ja anschauen. Ach ja, stimmt, er macht ja den Perspektivwechsel. So. Okay, das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, unten geht einfach die Glasscheibe auf. Gut, so geht's aber natürlich auch. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen bei Leuchttürmen, aber ist okay. Warum nicht? So, ich denke, damit sollte sich unsere Grotte geöffnet haben. Warum ist hier oben jetzt nichts an? Na gut, soll mir recht sein. Ich meine, das Feuer haben wir ja entzündet, das wissen wir ja. Wird schon so passen, denke ich mal. Vielleicht sehen wir es jetzt auch, wenn wir aufs Schiff treten wieder. Nee, ist ein bisschen zu hoch. Aber gut, die Grotte sollte ja trotzdem offen sein jetzt, denke ich mal. Nee, ist nicht zu sehen. Weiß ich nicht. Irgendwie seltsam. Macht nichts. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall leuchtet es mit hier. Und damit lässt sich das auch zur Seite schieben. Wunderbar. Dann auf in die finstere Höhle. Und mal schauen, ob wir das Blütenblatt dort direkt finden können. Die Szenenwechsel sind schon cool, muss ich sagen. Okay, momentan ist es ja noch nicht so abwechslungsreich in der Höhle, sage ich mal. Okay, hier hinten steht dann mal einfach irgendein Bauwerk. Warum nicht? Kann man machen, mitten in einer Höhle, in der sonst nichts ist. Na klar doch. Okay. Auch das kam jetzt ziemlich unerwartet, muss ich zugeben. Hier unten können wir noch nichts machen. Nee, nee, du sollst schon hier hin. Sind wir da jetzt rausgekommen oder wie sieht das aus? Manchmal sind mir die szenischen Zusammenhänge nicht ganz klar, muss ich zugeben. Aber wird schon passen. Wir gehen einfach mal zum Teehaus hoch. Vielleicht finden wir ja hier unser Blütenblatt. Eigentlich sollte es nicht mehr so lange dauern, denke ich mal. Denn wir haben ja jetzt schon
für das dritte Blatt relativ viel gemacht, würde ich denken. Also so im Vergleich zu den anderen. Okay, hier können wir rein. Machen wir das doch einfach mal. Ist schon ein cooler Stil, also macht Spaß, sich das anzuschauen. Auch so die ganzen Details so drumherum sich immer mit so zu betrachten, ne? Die Umsetzung, wie manche Sachen geschaffen sind im Prinzip. Das sieht cool aus. Okay. Was haben wir denn da? Na, komm. Unser Blütenblatt. Aha. Okay. War jetzt nicht unbedingt erwartet von mir, aber ist in Ordnung. Ist es jetzt aufgegangen? Ich drehe mal wieder zurück. Muss ja alles seine Ordnung haben. So. Jetzt würde ich gern raus. Ah, okay. Muss man das vielleicht beim anderen auch noch machen? Es geht auch immer bloß nach außen zu drehen. Reicht noch nicht. Wir müssen also wirklich ganz bis zum Rand drehen. So. Tor ist aber noch zu momentan. So. Und jetzt? Hat sich hier was verändert? Nö. Nicht wirklich. Haben die vorher auch schon geleuchtet hier? Ach, hier hinten kann ich durch. Warte mal. Gehen wir doch einfach mal dahin. Okay, warum nicht? Sieht ein bisschen speziell aus. Ein kleiner Schrein. Oh nein, wir haben wieder irgendwelche Zeichen irgendwo. Die habe ich ja gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, was mir das jetzt sagen soll. Oh shit. Ja, da muss ich nochmal zurückgehen. Also jetzt so aus dem Stegreif weiß ich das natürlich nicht. Hier unten haben wir einmal das. Aber ansonsten... Gibt's hier irgendwo was? Nicht, dass sie wieder in den Szenen wechseln drin sind. Ich sehe aber nichts. Hier sehe ich auch nirgendwo was. Bei den Statuen könnte was gewesen sein. Mal sehen, ich hoffe, ich kann mir das merken, wenn hier jetzt irgendwas ist, weil ich mir jetzt im Prinzip halt, 8 Zeichen merken muss. Hier unten haben wir zweimal den Mond drauf. Sagt er mir irgendwas? Hier oben haben wir dann das Zeichen nochmal. Das ist aber auch alles. Na gut, schauen wir nochmal kurz hier rein. Achso, ich sollte vielleicht nicht immer so schnell wechseln. Das sind bloß wieder die Monde, okay. Rechts ist nichts, okay. Muss man ja auch nochmal schauen. So, hier oben haben wir die Vierecke. Aber was bringt mir das? Also ich finde überall die Zeichen, die dort abgebildet sind. Aber mehr auch nicht. So. Sind hier irgendwelche Zeichen gewesen? Nö. Überhaupt nicht. Ist das denn jetzt schlimm, wenn ich die Statue dort stehen lasse an der Seite? Ich stelle auch mal die andere rüber. Vielleicht muss ich die gar nicht wieder zurückstellen. So, irgendwas tut sich ja dabei, wie es scheint. So, ist denn vielleicht die Anzahl der Zeichen wichtig? Das sind 5? Nee, Quatsch, 5, 6 sind's. Nee, 7. Ach, ich kann nicht mehr zählen, tut mir leid. 7 Stück? Vielleicht ist es das, wie oft ich das finde. Genau, hier haben wir zweimal... Das sind mal 1, 2, 3, 7 und draußen ist noch ein 8. gewesen am Schrein. Vielleicht sind das Zahlen, diese komischen Dinger da. Schauen wir mal.
So, genau, hier hätten wir ja die zwei gehabt. Was hatte ich gesagt? 7, 2 und 8. Probieren wir's. So, hier ist aber nichts mehr, ne? Nee. Genau, hier haben wir das 8. Zeichen von dem noch. Okay. Das hatten wir 7-mal. Also wenn ich der Logik jetzt folge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hatten wir 8-mal. Wäre also das hier. Das 2-mal. Und das müssen wir mal durchprobieren. Muss ich das erst klicken lassen? Ich weiß es nicht. Probieren wir einfach mal. Weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht, was ich hier gerade tue. Hm, okay. Dann probieren wir vielleicht mal bei dem. Ne, es sind ja aber 8. Ich meine, ich könnte ja auch auf 7 stellen. Keine Ahnung, ob das... Macht doch nicht über das drüber. Keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust, nochmal rauszugehen aus dem Teehaus und draußen zu schauen. Aber ich glaube, mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich stelle es schon mal wieder so. Das war jetzt das, was wir bisher herausgefunden hatten. Das, das und das. So, also zumindest die, von denen ich was gesehen habe. Vielleicht habe ich auch einfach was übersehen. Kann natürlich auch sein. Ach, na gut, dann gehen wir halt einfach nochmal raus aus dem Häuschen. Auf der anderen Seite. Und schauen es uns dort nochmal an. Bei dem dritten Blatt wollen sie es jetzt aber wirklich nochmal wissen, ne? So, drei. Zwei. Mensch. Okay, gehen wir einfach mal runter. Und schauen hier nochmal. Hahaha, da unten. Das ein Vierer-Symbol. Und noch ein... Ach du Schande. Also ein Vierer, ein drittes vom... vom Mond. Und vier von den Dreier-Symbolen. Das kann ich mir doch nicht merken. So. Ein... Noch ein Vierer, das heißt, wir haben jetzt auch 8 Vierer sozusagen. Und von dem haben wir ja auch 8 gehabt, ne? Mal kurz hier schauen. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und draußen ist das 8. Halt, hier ist auch noch eins. Oh, ihr seid fies. Davon gibt es also 4. So, wie viele von den Dreiecksdingern hatte ich jetzt? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Also wir haben jetzt in dem 8, von dem Vierecksding haben wir 8. Von, halt, 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 da ist noch eins. 9. von dem Dreiecksteil. Die sind fies platziert, die Dinger. Die sind fies platziert. So, von dem haben wir 4. Wo hatte ich jetzt das gesehen? Dort. Okay. Genau, 1, 2, 3. Und das 4. war unter der Statue. 1 von dem Viereck haben wir hier noch gehabt. Das war das 8. Also, davon 4. Rekapitulieren wir jetzt mal. Davon 4. Von den Monddingern haben wir 1, 2, 3. Und hier drüben war das... Ne, irgendwo hatte ich das 4. Ah, auf der Statue von dem Dingens. So, hier haben wir nochmal so ein Dreiecksding. Mit dem sind es 8, mit dem draußen sind es 9. 4, 4, 9. Hier haben wir... Wenn ich hingehe... Habe ich hier noch irgendwas? Da ist noch eins, ein 5. von den... Meine Güte. Ach nee, das ist das, okay. Das ist das. Schande, Schande, Schande. Genau, und hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Draußen war das 8. mit dem... was ich hier in der Zwischenablage gefunden habe. Shit, ich komme durcheinander. Das ist schrecklich. Na gut, probieren wir es mal. Also von dem 9. Von den Vierecksdingern 8.
Von den Monddingern 4 und von den Dreiecksdingern. Ja, komm, jetzt klapp's rum. Auch 4. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich bin ja gespannt. Das ist ein ganzes Stück anspruchsvoller als das vorher. So. Oder haben wir hier noch eins irgendwo kleben? Nee, ne? Da ist nur das eine drauf. Ich glaube schon. So, davon hatte ich 4 gesehen. Von dem hatten wir 8. Von dem 9. Und von dem auch 4 eigentlich. Was nicht funktioniert. Na gut, variieren wir mal ein bisschen. So viel kann ich ja nicht verpasst haben eigentlich. Na, so viele sind es sicherlich nicht. Ich bleib bei dem mal einfach bei den 4. Vielleicht haben wir hier auch noch eins mehr irgendwo. Das mir entgangen ist. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob das wirklich Sinn macht, was ich hier gerade versuche. Vielleicht ist es auch total sinnentleert. Ne, so wenig sind es ja nicht hier unten. So, bei dem müssten es ja eigentlich 9 sein, würde ich denken. Oh, shit. Da wird sicherlich mal ein Cut drin landen in der Aufnahme. Im Let's Play. Weil es einfach zu lange dauert. Da. Halt. Da ist noch ein 5. Da ist noch ein 5. Mondding an der Seite dran. Oh Leute, ihr seid so fies. Das auf 5. So, hier müssten wir ja eigentlich bei 4 richtig sein. Ich schaue trotzdem nochmal, ob wir nicht vielleicht das hier einfach noch ein bisschen variieren. Klappt aber nicht. So, stellen wir das wieder auf 4. Genau, da waren wir ja bei 4. Ha! Oh, es funktioniert! Wahnsinn! Aber davon hatte ich doch 8 eigentlich, oder? Gut, ist mir egal. Ich habe ein Schwert gefunden. Ich weiß nicht, was ich mit dem Schwert machen kann, aber ich habe ein Schwert gefunden. Wunderschön. Meine Güte, das war jetzt eine schwere Geburt. Und ihr seid echt fies mit dem Verstecken der Symbole gewesen. Mann. Okay, also als ich vorhin gesagt habe, die Rätsel sind nicht so schwer, wenn man es mal richtig, wenn man mal weiß, was sie von einem wollen. Ich nehme es bedingt zurück. So, ich nehme mal an, ich muss hier irgendjemanden das Schwert jetzt kredenzen. Ist das möglich? Ist das possibel? Aber ich habe ja auch nichts zum Anklicken so richtig, ne? Vielleicht können wir ja jetzt den Herrn hier zurückziehen. Genau, der hat nämlich ein Schwert in der Hand und der andere glaube ich nicht. So, ich glaube, der andere hat kein Schwert in der Hand. Geh mal zu... Nein, lass ihn mal stehen. Geh mal zurück. Zurück, danke. Und jetzt zu dem. So. Genau, der hat kein Schwert. Der hat einen freien Raum an der Stelle. Bingo. Und jetzt sollten wir doch endlich unsere Blüte kriegen. Nein.